Hallo und herzlich willkommen zum nächsten Video von die Sachsengriller. Herbstzeit, Jägerzeit, Dutch Ofenzeit und sowieso das ganze Jahr. Aber heute ist der Dutch Ofen mal wieder dran bei uns und zwar macht uns der André eine klassischen oder eine leckeren oder ein leckeres Jägerfleisch. Jetzt habe ich also ein leckeres Jägerfleisch aus dem Dutch Ofen wird uns der André zaubern und was er dazu alles benötigt, das seht ihr jetzt. Viel Spaß beim Zuschauen. Ja, und hier die Zutaten für unser Jägerfleisch. Ich fange mal hier vorne mit dem Hauptdarsteller an. Das ist ein schöner Rehrücken und wie ihr seht, sind hier die Filets noch mit dabei. Hier noch die zwei Zipfel, das zeige ich euch dann noch, wenn wir das auseinandernehmen. Ja, dann bräuchten wir, ich fange mal hier rechts an, Rotwein, Pfifferlinge, leider diesmal aus der Dose, frische gab es leider nicht mehr. Dann hier hinten Zwiebeln, Öl, Möhren, Creme Fraiche, Rinderbrühe, ein paar Schinkenwürfeln, Wacholder, Lorbeerblätter und Knoblauch und dann hier unser Wildgewürz. Ja, und wie gesagt, mit den Rehrücken fangen wir an und ich drehe ihn mal rum, weil ich habe euch ja gesagt, die zwei Filets sind noch mit dran und die werden wir jetzt natürlich auslösen noch. Einfach mal hier lang fahren hier hinten und vorne am Knochen lang. So, und da ist schon Nummer 1 und das machen wir jetzt mit Nummer 2 auch noch. Ja, was ist jetzt noch zu tun? Natürlich wollen wir die Knochen wollen wir auch noch rausholen, so dass wir bloß das Rückenfleisch haben. Und da ist eigentlich genau wieder das gleiche, wie auch wie die Filets zu machen. Einfach mal den Knochen suchen und dann da hinten am Knochen vorsichtig immer schön langfahren und das Rückenfleisch auslösen. Ich zeige euch das mal hier so schön am Knochen hier entlang, dass dort wirklich nicht viel Fleisch stehen bleibt. So, die andere Seite auch noch. Genau, und dann in der Mitte einmal durch. So haben wir ein erstes Rückenstück und das zweite folgt zugleich. So, hier ist natürlich dann immer noch kleine Fleischreste dran und das ist eigentlich das Perfekte, einfach mal um eine schöne Wildfond selber zu machen. Ich glaube, ich bin da ein bisschen mehr. Einfach klein schneiden, in den Topf schmeißen, schöne Röstaromen gegeben, ein bisschen Gemüse mit dazu, ein paar Wildgewürze noch dazu und da hat man dann wirklich wunderschönen Wildfond. Aber das vielleicht mal als späteres Video. Ja, was ist jetzt an unseren Rücken noch zu machen? Und zwar haben wir hier auf der anderen Seite noch die ja, so eine Art Silberhaut und Sehnen. Die werden wir jetzt auch noch mit entfernen. So, da haben wir doch ein paar schöne Stücke Fleisch rausbekommen aus unseren Rücken. Zweimal Filet, zweimal Rücken. Und dann nehmen wir mal unser Öl, geben da mal ein Schlückchen drauf.
Ich zeige das mal kurz so und dann reiben wir erstmal überall ein kleines bisschen Öl drauf. So, andere Seite darf natürlich auch nicht fehlen. So. Und dann kommt bloß noch unsere leckere Wildgewürzmischung mit hinzu. Einfach mal ordentliches Stückchen obendrauf streuen. So, nochmal rumdrehen. So, andere Seite noch und dann lassen wir das mal so 2-3 Stunden einwirken, unsere Gewürzmischung. Ja, und wenn ich es vorhin noch nie gesagt habe, die anderen Sachen, Zwiebeln, Möhren und so weiter und Knoblauch habe ich jetzt schon klein geschnitten, sodass wir fertig sind mit unseren Vorbereitungen und dass wir jetzt an unseren Dutch Oven weitermachen können. So, aber erstmal einpacken, 3-4 Stunden und dann sehen wir uns wieder. So, am Dutch sind wir angekommen. Diesmal ist es der Petromax FT6, an dem wir das heute machen. Unten drunter als Hitzquelle habe ich hier so einen Gaskocher. Ja, kleines bisschen Öl habe ich drin. Der Ofen ist erhitzt und jetzt kommt unser Fleisch erst einmal hinein zum Anbraten. Oh, geil, der Duft, der hier schon wieder hochsteigt von der Gewürzmischung. Kommt eigentlich schon wieder Weihnachten in den Sinn, obwohl es eigentlich nicht nur für die kalte Jahreszeit gedacht ist, das Gewürz. Das kann man wirklich das ganze Jahr nutzen. So, wie gesagt, jetzt erstmal anbraten. Ja, und da brauchen wir auch nicht lange warten. Das Teil hier unten drunter, das hat 9 kW, das hat richtig Power. Deswegen gleich mal rumdrehen. So, andere Seite noch ganz kurz. Und wenn dann die zweite Seite auch fertig ist, fliegen sie erstmal wieder raus aus dem Topf und können sich noch ein kleines bisschen wieder entspannen. So, aber wir können uns nicht entspannen, sondern es geht gleich weiter. Und zwar geben wir einfach wieder mal einen kleinen Schluck Ölchen mit dazu. Dann kommen unsere Pfingstenwürfel. Die gleich mal ganz kurz anrösten. Ja, wie gesagt, Schinkenwürfel ganz kurz. Dann kommen schon unsere Pilze mit hinzu. Ja, und dann kommt bloß noch unser anderes Gemüse hinzu. Knoblauch, Möhren, Zwiebeln. Und wie gesagt, kurz vor Röstaromen. Das langt schon zu. Ja, wenn unser Gemüse dann ein paar leichte Röstaromen erhascht hat, werden wir das Ganze mal mit Rotwein ablöschen. Mal kurz verrühren, dann lassen wir den Rotwein mal einreduzieren und das machen wir dann gleich nochmal. Nochmal mit Rotwein ablöschen und nochmal einreduzieren lassen. Ja, wie gesagt, das habe ich jetzt zweimal gemacht mit den Rotweinen. Jetzt kommt noch unsere Brühe hinzu. Des Weiteren jetzt noch die anderen Gewürze. Und zwar habe ich hier die Wacholderbeeren. Die habe ich mal kurz zusammengedrückt, sodass die ein bisschen aufgeplatzt sind. Kommen noch mit rein. Und die Lorbeerblätter. Gut, diese Sache werden wir jetzt mal kurz aufkochen lassen. Ja, und wenn es kurz aufgekocht ist, kommt jetzt unser Fleisch mit hinzu. Legen wir einfach so hier mit drauf. Und weil das ja wirklich Filet ist und der Rücken, der ist auch butterzart, brauchen wir hier keine 2 Stunden.
bis das durch ist, sondern ich sag mal so maximal 20 Minuten hier im Topf lassen. So, den deckeln wir jetzt aber ab. Und dann sehen wir uns dann schon wieder. Ja, die Zeit ist rum. Wir schauen mal rein. Das hat jetzt wirklich ganz langsam vor sich her geköchelt. So sieht das doch schon gut aus. Jetzt kommt unser Fleisch erstmal raus. Und jetzt zeige ich euch das erste Mal noch einen schönen Mittelschnitt. Wie geil das aussieht hier drinnen. So sieht die ganze Sache aus. Ich hole es mal näher ran hier, damit ihr überhaupt auch mal was seht hier. Also das ist wirklich saftig ohne Ende. Lasst das wirklich hier nicht stundenlang drinnen vor sich her brodeln. Raus jetzt damit das Fleisch und dann wisst ihr noch, eine Zutat fehlt, aber das zeige ich euch jetzt. So, das Reh ist draußen und jetzt kommt bloß noch unser Creme Fraiche mit hinzu. Das rühren wir bloß mal unter. Das muss nur noch erhitzt werden. Dann mal einen Löffel reinhalten, abschmecken, ansonsten noch ein bisschen von unseren Wildgewürzmischung dran. Und dann ist die ganze Sache schon fertig. Unser Fleisch habe ich jetzt in Tranchen geschnitten. Dazu werden wir Reis essen. Passen aber auch Nudeln, Spätzle, Schupfnudeln oder sonst irgendwas dazu. Ja, Tellerbild mache ich euch noch. Ich versuche es mal. Und jetzt aber schmecken lassen. Ich kann euch sagen, ein Träumchen. Ich habe nämlich schon mal verkostet. So dann, macht's gut. Bis zum nächsten Mal.